Hey, hier ist René, ich begrüße dich zu dem Video hier und heute möchte ich dir ein Update geben zu einem Projekt, was ich gestartet habe vor einiger Zeit. Ich muss mal gerade hier in die Kontohistorie gucken. Das ist mittlerweile schon wieder Februar, März, April, Mai, 4 Monate her. Und zwar geht es um das NewsTrader-System, aber nicht wirklich um NewsTrading, sondern um den Handel der Markteröffnung im DAX und im Dow. Das ist nämlich eine Strategie, die ich hier handeln lasse von diesem Expert Advisor. Und ich erkläre das auch nochmal gleich ganz genau, was ich da mache oder machen lasse. Und das ist eine sehr, sehr einfache Strategie, aber die tatsächlich jetzt über diesen Zeitraum gut profitabel funktioniert. Und da möchte ich einmal nochmal erklären, was hier genau gemacht wird und dann gleich nochmal einmal eine kurze Auswertung davon machen. Und dir einfach zeigen, dass man auch mit so einfachen Systemen, mit so einfachen automatisierten Programmen profitabel handeln kann und es nicht immer das komplett verrückte System sein muss mit 10 Indikatoren und 5 Hedging-Funktionalitäten oder so, sondern das geht halt wirklich auch ganz einfach und ganz im Gegenteil ist es häufig so der einfache Ansatz, der besser funktioniert als das komplett komplizierte System. Also, nicht lang um den heißen Brei rumreden, was machen wir hier? Gehandelt werden in diesem Konto genau 2 Märkte. Du siehst es hier im Hintergrund, DE40, das ist der deutsche Aktienindex, der DAX, und US30, das ist der Dow Jones. Die haben ja bei den CFD und Forex Brokern in der Regel ein bisschen andere Namen. Jetzt handeln wir in beiden Märkten das gleiche Symbol und in beiden Märkten läuft ein Expert Advisor und ich mache den hier mal auf. Was hier interessant ist, ist im Endeffekt auch einfach nur, ich kann das mal ein bisschen größer machen vielleicht noch. Ich darf das nicht zu groß ziehen, weil sonst kommt unten nachher wieder meine E-Mail-Adresse, mit der ich hier das Ding lizenziert habe. Wir handeln hier folgendermaßen, wir handeln immer ein Lot im DAX, also die Konto, die Handelsgröße ist immer festgesetzt. Wir handeln sowohl Kauf- als auch Verkaufstrades und zwar ist dann als nächstes dieser ganze Block hier nicht wirklich relevant für uns, weil da geht es um die News. Was wir hier unten machen ist, wir handeln einen festen Tageszeitpunkt. Das heißt, wir handeln hier um 10 Uhr. Wohlgemerkt ist das die Serverzeit. Das heißt, zu unserer deutschen Zeit wäre das 9 Uhr, sprich die Markteröffnung oder die Börseneröffnung in Deutschland, wo halt die großen Börsen eröffnen, wo halt Volumen in den Markt hineinkommt und wo in der Regel dann auch Bewegung kommt. Und das ist halt auch das Grundprinzip von diesem System. Denn um Punkt 9 Uhr werden jetzt hier 2 Orders platziert. Man sieht das hier oben. Buy und Sell ausführen ist beides auf True. Das heißt, 1000 DAX-Punkte über dem Kurs und 1000 DAX-Punkte unter dem Kurs wird jeweils eine Buy-Stop über dem Kurs gesetzt und unter dem Kurs eine Sell-Stop. Und da dieser Markt hier 2 Nachkommastellen hat, sind das 10 Indexpunkte. Das heißt, um 9 Uhr, wenn der Kurs bei 10.000 steht, würden wir auf 10.010 eine Buy-Stop-Order setzen mit einem Lot und auf 9.990 eine Sell-Stop-Order ebenfalls mit einem Lot. Das sind dann erstmal sogenannte Pending-Orders. Das heißt, die sind noch nicht im Markt, wir haben noch keine Position. Diese Orders sind maximal 5 Minuten gültig, danach werden sie automatisch gelöscht. Jetzt kann es sein, dass innerhalb dieser 5 Minuten entweder eine oder beide Orders ausgeführt werden. Wenn das passiert, dann wird einfach geschaut, ob diese Orders in das Ziel laufen oder in den Verlust oder ob der Trading Stop aktiviert wird. Und zwar gibt es ein festes Ziel, was 80 DAX-Punkte über dem Einstiegskurs ist. Das heißt, bei unserem Beispiel, wenn wir zum Beispiel bei 10.010 einsteigen, würde das Ziel bei 10.090 liegen und der Stop-Loss 50 Punkte unter dem Einstiegskurs. Das heißt, wieder um bei unserem Beispiel zu bleiben, der Stop bei der Buy-Order würde bei 9.960 liegen. Dann haben wir einen Trading-Stop und dieser wird aktiv, sobald der Trade 10 Punkte im Gewinn ist und dann wird er im Abstand von 10 Punkten hinterhergezogen. Und das ist auch schon das ganze System. Also wir handeln maximal 2 Trades in diesem Markt pro Tag. Und wie gesagt, um 9 Uhr wird alles automatisch von diesem Programm in den Markt gelegt. Dann wird geschaut, wird eine Order ausgeführt, werden 2 Orders ausgeführt oder wird vielleicht sogar gar keine Order ausgeführt. Und falls eine Order ausgeführt wird, wird es halt dementsprechend hier mit dem TP, SL und dem TSL gemanagt. Und das war es auch schon. Also mehr wird nicht gemacht, keine
Entscheidungen, die getroffen werden müssen, keine subjektiven Annahmen, kein hektisches Handeln, sondern das ist alles. Im Dow Jones sieht das Ganze quasi genauso aus. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier um 15.30 Uhr deutscher Zeit in den Markt gehen und dass die Abstände im Endeffekt einfach alle doppelt so groß sind und die Lot Size ist halb so groß. Das liegt einfach daran, weil der Markt sich halt stärker bewegt. Im Endeffekt ist es aber dadurch, dass wir doppelt so große Abstände haben für SL, TP und TSL und so weiter und die Lot Size halb so groß haben, gleicht sich das wieder aus. Das heißt, im Endeffekt ist es jetzt nicht so, dass der DAX oder der Dow Jones stärker gewichtet sind, sondern die sind im Endeffekt mehr oder weniger gleich gewichtet, weil der Dow ungefähr doppelt so hoch steht wie der DAX. Deswegen kann man das ganz schön so machen. Deswegen wirkt sich jetzt auch nicht das eine stärker oder schwächer aus. Und ich hatte jetzt eben schon gesagt, das System läuft, ich wollte jetzt gerade sagen in der Form, aber das ist nicht ganz richtig, sondern es läuft generell ab dem 20.01.2022. Allerdings war es am Anfang noch mit ein bisschen anderen Einstellungen. Falls dich das interessiert, check nochmal auf diesem Kanal die letzten Videos ab. Da findest du ein paar Videos zu, ich glaube, DAX Opening habe ich es manchmal genannt oder News Trading habe ich es teilweise genannt. Da findest du auf jeden Fall nochmal Videos und kannst dir die gesamte Historie von diesem Projekt quasi anschauen. Wie gesagt, am Anfang waren die Abstände ein bisschen kleiner. Das habe ich mittlerweile angepasst, weil ich dann nochmal Backtests und Optimierungen gemacht habe. Und jetzt, wie gesagt, ist es halt in diesen Einstellungen so am Laufen, seit diesen ungefähr 4 Monaten jetzt. Und das Ganze ist mittlerweile 600 Euro im Gewinn, was jetzt hier in diesem Konto 6% sind. Und ja, um jetzt mal dir ein Gefühl dafür zu geben, ob das jetzt irgendwie ein super riskantes System ist, ob da viele Schwankungen sind oder, werde ich jetzt mal hier ein Skript aktivieren und diese Trades einmal dir gleich grafisch aufbereitet im Trade Buddy zeigen. Was ich jetzt hier gerade mache, ist einfach der Prozess, den du nutzen kannst, wenn du unseren Trade Buddy nutzt. Da hast du dann die Möglichkeit, alle Trades automatisch in diese TradeBuddy.txt-Datei exportieren zu lassen. Das ist halt einfach eine Textdatei, ich kann die auch mal aufmachen. Du siehst das hier, da sind einfach alle Trades quasi in diesem durch Komma separierten Format aufgeführt, was jetzt für uns erstmal relativ unübersichtlich ist, kann aber der Trade Buddy gut verwerten. Und dazu gehe ich mal einmal hier auf meinen lokalen Rechner, weil hier habe ich schon den Trade Buddy vorbereitet. Den Trade Buddy, falls dich das Programm interessiert, falls du es auch nutzen möchtest, check mal den Link unter diesem Video ab, den kannst du kostenlos nutzen, also 100% kostenlos mit allen Funktionen, kannst du einfach auf unserer Webseite herunterladen. Und da kannst du dann, wie gesagt, halt einfach diese Schritte auch so durchführen. Da habe ich es drin. Und dann kannst du hier die Trades einfach ganz entspannt aus dieser Datei importieren. Jetzt sieht das auch nicht mehr so hässlich aus, sondern jetzt ist das wirklich richtig schön aufbereitet und man kann hier richtig gut mitarbeiten. Das heißt, du siehst jetzt, hier sind jetzt quasi genau die gleichen Trades drin wie im MetaTrader, also auch vom 20.01. bis jetzt hier zum 20.05., was gestern war. Da sind jetzt alle Trades wirklich 1:1 übertragen. Und du siehst jetzt hier auch, der Profit 599 passt. Was ist jetzt der Vorteil von dem Trade Buddy? Der Vorteil von dem Trade Buddy ist, wir sehen nicht nur stumpf die Performance, sondern wir sehen auch noch viel mehr. Wir sehen hier zum Beispiel Kennzahlen, die hier schön aufbereitet sind. Wir sehen zum Beispiel, dass der Profitfaktor bei 1,33 ist, was tatsächlich relativ gut ist für diesen Zeitraum. Außerdem sehen wir, dass wir zum Beispiel einen maximalen Rückgang haben von 240%, was natürlich viel zu viel ist, liegt aber daran, weil ich hier noch keine Startkontogröße eingetragen habe. Das muss ich hier nochmal eben machen. Das kann ich hier bei den Einstellungen vornehmen. Hier kann ich ja zum Beispiel sagen, das Konto war ja am Anfang 10.000 Euro groß, deswegen bestätigen wir das hier mal einmal so. Und jetzt, genau, ist der Rückgang auch angepasst und der liegt bei 2,5%, der maximale Rückgang. Das Ganze kann man sich auch schön anzeigen lassen hier in der Grafik. Also das ist der grafische Verlauf quasi von diesem Konto. Und wir sehen hier irgendwo, klar, gab es mal einen Rücksetzer, aber der ist halt relativ gering im Vergleich zu der Performance, die jetzt in den letzten Monaten dann doch tatsächlich trotz diesem einfachen System sehr, sehr gut war. Wenn wir jetzt mal weiter auf die Kennzahlen gehen, dann sehen wir auch, dass wir dadurch, dass wir
mit einem Ziel arbeiten, was größer ist als der SL, haben wir in der Regel auch größere Gewinntrades oder maximal größere Gewinntrades als Verlusttrades. Im Schnitt ist es aber so, dass die Gewinner dann doch ein bisschen kleiner sind. Das liegt aber vor allem an dem Trailing Stop. Und es ist immer so, oder bei fast allen Trailing Stop Varianten ist es so, wenn du einen Trailing Stop nutzt, dann wird das den durchschnittlichen Gewinner natürlich nach unten ziehen, also den durchschnittlichen Gewinn pro Trade. Ist ja auch logisch, weil du dann öfter mal Trades hast, die mit einem kleinen Gewinn ausgestoppt werden. Das ist also ganz, ganz typisch und charakteristisch für einen Trailing Stop. Ansonsten, wo haben wir denn hier die Gewinne? Man sieht jetzt hier aber auch, wir haben deutlich mehr Gewinntrades. Wie gesagt, auch durch diesen Trailing Stop ungefähr doppelt so viele Gewinntrades. Nee, dreimal so viele fast Gewinntrades wie Verlusttrades. Und ja, deswegen ist es auch kein Problem, wenn die Gewinner im Schnitt ein bisschen kleiner ausfallen als die Verlierer. Weil es ist ja wichtig, was am Ende hängen bleibt. Und da ist es einfach so, dass wir da Gewinne machen. Wie gesagt, hier ist die Grafik und was wir jetzt noch machen können, weil wir jetzt hier schon mal im Trade Buddy arbeiten, das ist ganz schön, wir können das Ganze jetzt auch nochmal filtern. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, die Magic Nummer 1 bezieht sich immer auf den DAX, die Magic Nummer 2 auf den Dow Jones, das heißt, wir können jetzt hier auch nochmal hergehen und ganz entspannt sagen, wir möchten jetzt hier mal die Magic Nummer 1 filtern. Und jetzt haben wir jetzt hier zum Beispiel, ups, das muss ich noch rausnehmen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel dann nur alle DAX-Trades und können uns jetzt das nochmal anschauen. Und hier sehen wir, der DAX ist wirklich extrem gut gelaufen. Das lässt mich jetzt vermuten, dass der Dow Jones eher so plus minus null gelaufen ist. Aber schauen wir uns jetzt auch mal den Dow Jones an. Da gehe ich jetzt nicht detailliert auf die Kennzahlen ein, sondern wir schauen uns mal die Grafik an. Das heißt, wenn wir hier mal auf den Dow gehen, war ein Denkfehler von mir. Wir haben ja insgesamt 600 Euro Gewinn. Das heißt, der Dow ist auch gut gelaufen. Also beide Märkte sind, ja, also man kann nicht sagen, dass irgendwas schlecht gelaufen ist. Alles ist gut gelaufen. Alles sieht in diesem verhältnismäßig kurzen Zeitraum relativ stabil aus. Und es ist jetzt auch nicht zum Beispiel so, dass ein Markt hier die komplette Outperformance dahinstellt, sondern wir sehen jetzt hier, also wie gesagt, 300 Euro ungefähr im Dow. Dann hier nochmal der DAX, 290. Das passt schon. Also das ist im Prinzip erstmal eine runde Nummer. Hier nochmal die Gesamtperformance und ja, so viel zu dem aktuellen Stand von diesem Projekt. Also wie gesagt, ich habe ja alles erklärt, denke ich mal, hier auch wieder komplett transparent. Du kannst das gerne nachhandeln, gar kein Problem. Du kannst auch per Hand nachhandeln, also du musst jetzt nicht diesen NewsTrader von unserer Webseite dafür nutzen. Mach das einfach, wie du es möchtest. Schreib dir vielleicht auch deinen eigenen Expert Advisor. Ich versuche hier immer nur möglichst transparent und realistisch zu zeigen, wie man traden kann, ohne jetzt sich krass zu überhebeln oder ohne jetzt alles auf eine Karte zu setzen, sondern man kann das auch so machen mit einem verhältnismäßig geringen Risiko. Wie gesagt, hier bisher 200% Drawdown und ja, gerade durch den Trailing Stop ist es halt so, dass wir immer mal wieder kleine Gewinne haben und da ist jetzt keine Gefahr, dass wir innerhalb von einer Woche unser ganzes Konto geplättet haben. Das ist halt der Vorteil von der Automatisierung. Also ich hoffe, dir hat dieses kleine Update gefallen zum Markteröffnungstrading hier im Dow und DAX. Ich werde jetzt bestimmt nochmal irgendwann in der Zukunft ein Update dazu machen. Aber ja, das ist halt das Ding bei dem automatisierten Handel. Das ist jetzt nicht super spannend, da passiert jetzt nicht jeden Tag was. Aber wenn nochmal irgendwie ein größerer Drawdown kommt oder sonst werde ich einfach in ein paar Monaten nochmal ein Update dazu geben. Also bleibt da gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Hoffentlich bis dahin eine gute Zeit. Ciao.